Wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, dranbleiben und genau, weitersagen. Unbedingt. Wir sind für euch da, wie gesagt, immer, wenn ihr auch Wünsche habt, äußert sie gerne. Und wir wünschen euch alle ganz viel Spaß. Viel Spaß. Heute machen wir diese Saccade. Hier haben wir Fußwechsel. Wichtig ist, wenn wir auf die Saccade gehen, werden wir versuchen, auf dieselbe Höhe, wo der Fuß von der Frau steht. Was hier passiert, damit das funktioniert, ist der Winkel von der Hüfte. Sehr wichtig, wo unsere Hüfte ist, sonst werden wir nicht auf diese Höhe gehen können. Wenn dieser Winkel da ist, können wir auf diese Höhe gehen. Dasselbe passiert hier, wenn wir unser Gewicht verlagern. Müssen wir in die Dissoziation gehen mit der Hüfte und so können wir hier wieder unser Gewicht verlagern. Noch einmal. Fuß wechseln. Hüfte, Oberkörper in der Richtung von der Frau. Was hier passiert, ist gut zuschauen. Das Gewicht auf. Und enden wir mit einem Ocho. Wichtig ist, immer zu wissen, dass die Saccade funktioniert, indem dass wir unser Gewicht verlagern. Dass wir den Platz von der Frau nehmen. Hier. Nicht, dass wir das Bein von der Frau wegschieben. So, für uns Ladies, was passiert ist, dass der Mann uns in die Streckung führt am Platz. Er geht in unsere Spur und wir spüren ganz natürlich, dass er unseren Platz wegnimmt. Wenn wir unser Spielbein dann locker lassen, haben wir den Effekt von der Saccade. Wichtig ist, dass wir nie von allein unser Gewicht verlagern, sondern immer auf die Führung des Mannes warten. Ziemlich hell. So, hier an dieser Stelle, Achtung, wichtig ist, dass wir in unserer Achse sind, das Spielbein gut gestreckt haben, der Mann verlagert unser Gewicht und so entsteht die Saccade oder dieser Effekt der Saccade auf ganz natürliche Art und Weise. Schauen wir mal, dass die Linie in unserem Körper gerade bleibt, das heißt Hüfte und Oberkörper immer in einer Linie auf unserem Standbein. Am Ende vorwärts, Ocho, Oberkörper gut öffnen und auf dem Standbein mit der Hüfte nachdrehen. Und wichtig ist, wenn wir jetzt beugen und die Frau in diese vorwärts Ocho führen, ist, dass die Höhe von unserem Oberkörper über die Zehenspitze ist, damit die Frau nicht mit unseren Füßen stolpert.
wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Üben, bei diesem wundervollen Schritt, bei diesem wundervollen Sakadas. Wenn dir euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns. Unsere Philosophie unseres Unterrichts ist immer, dass wir den Herren und den Damen oder dem Führenden und dem Folgenden jeweils das Führen und das Folgen gut erklären, sodass sie selbstständig und frei tanzen können, dass sie wissen, wie eine Figur funktioniert. Und auch sehr, sehr wichtig, wir passen immer auf die Ronda auf. Das heißt, alle unsere Figuren sind Milonga-freundlich. Das bedeutet, wir erklären euch, wie ihr in Tanzfluss, in Tanzrichtung reinkommt und auch in Tanzrichtung wieder rauskommt. Das bedeutet, wenn ihr unsere Figuren oder unsere Improvisationselemente als Inspiration nehmt, dann seid ihr auf dem Milonga immer auf der sicheren Seite, denn wir passen immer auf, dass eben der Tanzfluss gewährt bleibt und dass alle Milongueros wieder gut und heil nach Hause kommen. Unsere Códigos de la Milonga Video werden wir euch, glaube ich, hier verlinken. Und ihr könnt euch auch zuschauen, wie man auf der Tanzfläche auf die eine Milonga tanzt. Sehr wichtig ist, immer zu wissen, weil das ein Sozialtanz ist und damit wir alle zusammen tanzen können. Genau, wir haben dieses Video schon vor Jahren gemacht, weil wir schon seit Jahren dran sind, eben unsere Pistenkultur wirklich zu pflegen. Und es ist ein sehr beliebtes Video, guckt es euch an, es macht ganz Spaß, weil da erklären wir jedes Detail, wie ihr wirklich als die Tango Queens und Kings dann wieder nach Hause geht. Euch alle ganz viel Spaß!